Warte kurz. Worum geht's? Worum geht es? Ja. Band 25 von My Hero Academia. Band 25. Wie bitte? Ja. Gerne. Gracias.
Aber du darfst ihm keine Waffen geben.
Thank you.
sie haben jemanden mitgebracht, jemanden ganz, ganz besonderen. Jemanden, von dem wir eigentlich alle glaubten, er habe die Welt bereits vor 100 Jahren verlassen. Den aber. Thank you.
Ich habe immer ein
Ich weiß nicht, das war nur ein blöder Albtraum. Ich bin im Avatar-Zustand gewesen, aber ich befand mich außerhalb meines Körpers und konnte mich beobachten. Es war echt zum Fürchten. Vor allem ich war zum Fürchten. Katara, ich möchte dir das hier gern schenken. Dieses Amulett enthält Wasser aus der Geisteroase. Das Wasser ist von einzigartiger Beschaffenheit, also verlier es nicht. Vielen Dank, Meister Paco. Aang, diese Schriftrollen werden dir beim Wasserbändigen eine Hilfe sein. Aber vergiss nicht, sie ersetzen auf keinen Fall ein ausgiebiges Training. Sokka, pass auf dich auf, mein Sohn. Fliegt direkt zur Basis des Erdkönigreichs, das östlich von hier aus liegt. General Fong stellt euch eine Eskorte, die bringt euch nach Omarsch. Dort bist du in Sicherheit und kannst sofort dein Erdbändiger-Training mit König Bumi beginnen. Papa, Jip Jip, ich stelle krank an, ein Gruß von mir! Mein Gott, wie ich das vermisst habe, Freunde. Kein Wunder, dass man verspannt ist, wenn man 3 Wochen lang auf einem Stück Treibholz ohne Wasser und Nahrung gesessen hat. Aber am allerschlimmsten waren die Meerungeheuer, die nur darauf gewartet haben, meine Leber auszureißen. Ich verstehe. Heute ist wieder einmal der Jahrestag, habe ich recht? Ja, heute vor genau 3 Jahren bin ich verbannt worden. Ich habe alles verloren, Onkel, aber ich will es wieder haben. Ich will diesen Avatar, ich will meine Ehre und meinen Thron. Ich will nicht, dass mein Vater mich für unwürdig hält. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Glaubt ihr, er würde euch verbannen, wenn ihr ihm völlig egal wärt? Ich fürchte, dass der Junge das in den falschen Hals gekriegt hat. Haben den Feuerlord riskiert und Schande über uns alle gebracht. Euch mag nicht wohl dabei sein, Mitglieder der königlichen Familie anzugreifen, das verstehe ich sehr gut. Aber ich versichere euch, falls ihr zögert, werde ich nicht zögern, euch einer gerechten Strafe zuzuführen und wegtreten. Prinzessin, ich fürchte, die Gezeiten werden uns nicht erlauben, mit dem Schiff vor Einbruch der Dunkelheit im Hafen einzulaufen. Es tut mir leid, Captain, ich verstehe nicht viel von den Gezeiten und so. Könnt ihr mir mal eine Kleinigkeit erklären? Aber sicher, Eure Hoheit. Befehligen die Gezeiten dieses Schiff? Ich fürchte, ich verstehe die Frage nicht ganz. Ihr sagtet, die Gezeiten würden uns nicht erlauben, das Schiff in den Hafen zu bringen. Heißt das, die Gezeiten befehligen dieses Schiff? Natürlich nicht, Prinzessin. Und wenn ich euch über Bord werfen ließe, würden die Gezeiten zögern, euch gegen die felsige Küste zu schleudern? Nein, nein, Prinzessin. Dann solltet ihr euch vielleicht keine Sorgen um die Gezeiten machen, die bereits entschlossen sind, euch zu töten, als vielmehr um mich, die noch ein wenig am Schwanken ist. Gut, ich bringe uns rein. Wir sind da! Herzlich willkommen, Avatar. Ich bin General Fong. Und wir begrüßen natürlich auch all die anderen Helden. Den guten Appa, Momo, den mutigen Sokka, die große Katara. Die große Katara? Oh, das gefällt mir. Gar nicht mal übel, gar nicht mal übel. Wir waren über die Berichte alle sehr beeindruckt, wie du am Nordpol ganz allein einen Teil der Feuermarine ausgeschaltet hast. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, über solch eine zerstörerische Macht zu verfügen. Auf dir lastet eine gewaltige Verantwortung. Ich versuche nicht allzu viel darüber nachzudenken. Eine Frage, Avatar. Bist du bereit, es jetzt mit dem Feuerlord aufzunehmen? Was? Wie bitte? Nein, auf keinen Fall! Aang muss erst lernen, alle 4 Elemente perfekt zu beherrschen. Wozu denn das? Mit der Macht, über die er verfügt, mit der Macht, hunderte von Schlachtschiffen in wenigen Minuten zu zerstören, könnte er den Feuerlord schon jetzt besiegen. Ja, aber Tatsache ist nun mal, unser Aang kriegt sowas nur im Avatar-Zustand hin. Wissen Sie, das ist dieser besondere Zustand. Ja, ich weiß Bescheid. Deine Augen und Tätowierungen glühen. Es ist dir möglich, unglaubliche Kräfte freizusetzen. Ohne dich werden wir niedergemetzelt, bevor wir ihre Küsten erreicht haben. Aber wenn
wenn du uns anführen würdest, quasi als ultimative Waffe, können wir eine Schneise direkt bis ins Herz der Feuernation schlagen. Ist schon richtig, aber ich weiß nicht, was ich genau tun muss, um in den Avatar-Zustand zu gelangen. Geschweige denn, was zu tun ist, wenn ich ihn dann erreicht habe. Dann wäre das also entschieden. Ich werde dir helfen, den Avatar-Zustand zu erlangen. Du wirst an deiner Bestimmung folgen. Von wegen, hier ist noch gar nichts entschieden. Wir haben längst einen eigenen Plan. Er folgt seiner Bestimmung dir und weil er es für richtig hält. Ach ja? Während du dir Zeit lässt und lernst, wie man die Elemente beherrscht, geht der Krieg weiter. Darf ich euch mal kurz etwas zeigen? Das ist das Lazarett. Und diese Soldaten haben noch Glück gehabt. Sie sind zurückgekommen. Tag für Tag zerstört die Feuernation Leben. Tag für Tag müssen Menschen sterben. Du hast die Kraft, das zu beenden. Denk mal darüber nach. Eine Arschträne ist verrutscht. Beinahe ist nicht gut genug. Dass ich ihm helfe. Ich versuche, mich in den Avatar-Zustand zu versetzen. Nein, nicht. Das ist nicht der richtige Weg. Wieso denn nicht? Erinnerst du dich, wie er die Feuermarine erledigt hat? Das war Wahnsinn. Man kommt aber auch anders ans Ziel. Und zwar mit Üben, Lernen und Disziplin. Oder man legt den Turbo ein und schießt den Feuerlord ins All. Wenn ihr Blödmänner alles wegwerfen wollt, wofür wir gearbeitet haben, okay. Nur zu, schaltet den Turbo ein. Warte, Katara. Ich sehe das einfach nur realistisch. Ich habe nicht die Zeit, um großartig zu üben und zu lernen. Dieser seltene Tee ist ein natürliches Anregungsmittel. Er lässt das Chi fließen. Bei einem gewöhnlichen Krieger steigert er die Stärke und Ausdauer um etwa das Zehnfache. Tja, und bei dir könnte er den Avatar-Zustand hervorrufen. Die zehnfache Energie? Das ist schön, ich kann das schnell einschätzen. Ihr müsst mir sagen, ob ich schon im Avatar-Zustand bin. Ich kann mich nämlich selber nicht so gut sehen. Rede ich etwas zu schnell? Auf die Weise könnt ihr zumindest den Feuerlord Ton quatschen. Vielleicht kann ich dich durch einen Schock in den Avatar-Zustand versetzen. Toll, ich liebe Überraschungen. Ah! Nein, sie glühen noch nicht. Du trägst von jeder bändigen Nation jeweils ein Kleidungsstück für spezielle Zeremonien. Nun werde ich die vier Elemente nehmen und sie sogleich zu einem vereinen. Einiges Wasser, Erde, Feuer und Luft. Die vier Elemente in harmonischer Einheit. Das ist nur Olla Molla. Ja, und? Fühlst du schon irgendetwas? Wir müssen einen anderen Weg finden. Seht euch diese herrlichen Muscheln an. Sind sie nicht schön? An diesen Erinnerungsstücken werde ich noch in vielen Jahren meine Freude haben. Onkel, okay, wir brauchen nicht noch mehr nutzlosen Krempel. Ihr scheint offenbar zu vergessen, dass wir jetzt alles selbst tragen müssen. Hallo, Bruder. Onkel. Oh nein, was suchst du denn hier? Da, wo ich zu Hause bin, sagen wir erst einmal freundlich Guten Tag, bevor wir Fragen stellen. Was ist los? Wo hast du denn deine guten Manieren gelassen, Susu? Du sollst mich nicht so nennen. Wem oder was verdanken wir diese große Ehre? Das muss wohl irgendwie in der Familie liegen, dass ihr beide so schnell zur Sache kommen wollt. Ich soll dir eine Botschaft von Vater überbringen. Er hat seine Meinung geändert. Wie es aussieht, ist ihm seine Familie plötzlich enorm wichtig. Ihm sind Gerüchte über Umsturzpläne zu Ohren gekommen. Über Verschwörungen und so. Den einzigen, denen er noch vertraut, sind seine Familienmitglieder. Vater bedauert, dass er dich verbannt hat. Du sollst wieder nach Hause kommen. Hast du mich gehört? Du solltest glücklich sein, aufgeregt, dankbar. Ich habe dir gerade gute Neuigkeiten gebracht. Ich bin überzeugt, euer Bruder braucht noch einen Moment, bis er... Mischt euch nicht ein, Onkel. Ich habe von dir immer noch kein Danke gehört. Ich bin kein dummer Bote. Ich hätte den weiten Weg nicht machen müssen. Vater bedauert es also.
Der will, dass ich zu ihm zurückkomme? Ich sehe schon, du brauchst noch etwas Zeit, um das zu begreifen. Ich werde dich dann morgen nochmal besuchen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Können wir mal kurz etwas besprechen? Na klar. Weißt du noch, als wir im Lufttempel waren und du das Skelett von Mönch Gyatso gefunden hast? Es muss für dich echt schrecklich, wenn nicht sogar traumatisch gewesen sein. Es hat dich so sehr mitgenommen, dass ich dich gar nicht wiedererkannt habe. Ich sage nicht, dass die riesigen Kräfte, die der Avatar-Zustand dir verleiten, nicht hilfreich sein können. Aber eins solltest du doch wissen. Für die Menschen, die dich gern haben, ist es ziemlich erschreckend, wenn sie sehen, wie du vor Schmerz geradezu ausrastest. Vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Aber ich muss es trotzdem tun, Katara. Wieso? Das verstehe ich nicht. Nein, ich merke schon. Jeden Tag sterben viele unschuldige Menschen. Ich komme bereits 100 Jahre zu spät. Dieser blöde Krieg lässt sich nur beenden, indem man den Feuerlord besiegt. Ich muss es doch wenigstens versuchen. Ich kann nicht mit ansehen, was du da vorhast. Entschuldige, ich komme morgen nicht mit. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir kehren nach Hause zurück. Das nach 3 langen Jahren. Das ist wirklich unglaublich. Oh ja, das ist wirklich unglaublich. Ich habe noch nie erlebt, dass mein lieber Bruder irgendwas bedauert hätte. Ja, als Ula nicht zugehört? Meinem Vater ist seine Familie enorm wichtig. Er sorgt sich um mich. Ja, und ich ebenso. Und wenn Osei will, dass ihr zurückkehrt, naja, dann hat er wahrscheinlich andere Gründe dafür, als wir vermuten. Ihr wisst nicht, was mein Vater für mich empfindet. Ihr wisst rein gar nichts. Hör zu, Zuko. Ich wollte nur sagen, dass viele Dinge in unserer Familie nicht immer so sind, wie sie nach außen scheinen. Doch, ihr seid so, wie ihr nach außen hin erscheint. Ein stinkfauler, misstrauischer, oberflächlicher alter Mann, der schon immer neidisch auf seinen Bruder war. Ich habe schon befürchtet, dass du das sagst. Verschiedene Wege.
Achsen-Tunnel sind riesig und dick. Sie hassen Besuch, aber lieben Musik. Sie ist übersät mit irgendwelchen Kristallen. Wie es aussieht, leuchten die nur im Dunkeln. So haben sich die beiden Liebenden wahrscheinlich gefunden. Sie löschten die Fackeln und folgten den Kristallen. Das muss der Weg sein, der hinausführt. Also, ich... Los geht's!